Hallo, ihr Lieben, ich bin Sarah, deine Expertin für die ganzheitliche Gesundheit. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du meinem Kanal noch nicht folgst, dann abonniere unbedingt diesen Kanal für ganzheitliche Gesundheitstipps, wie du einen gesunden Lebensstil entwickeln kannst. Heute geht es ums Thema Abnehmen. Ganz, ganz viele möchten ja in ihr Wohlfühlgewicht kommen. Und ich habe für dich jetzt eine kleine PowerPoint vorbereitet. Und am Schluss noch eine kleine Überraschung für dich. Also bleib unbedingt bis zum Schluss mit dabei. So, ihr Lieben, heute geht's an den Speck. Abnehmen statt Jojo-Effekt. Ich möchte dir hier einen kurzen Einblick geben, was du machen kannst, um nachhaltig abzunehmen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Nachhaltigkeit. Und wir starten direkt los. Denn wir wollen ja, dass du dein Wohlfühlgewicht in 3 Monaten erreichst. Und das schaffst du ganz, ganz sicher, wenn du die Ganzheitlichkeit mit einbeziehst. Denn was bedeutet denn überhaupt ganzheitlich abnehmen? Um erfolgreich abzunehmen und den Jojo-Effekt zu vermeiden, braucht es mehr als Kaloriendefizit und Sport. Denn daher werden beim ganzheitlichen Ansatz alle relevanten Faktoren betrachtet, die für die Regulierung deines Körpergewichtes wichtig sind. Ganz, ganz dolle wichtig. Stichwort Individualität, eine weitere zentrale Komponente für eine dauerhafte Gewichtsabnahme, ist immer jeden Menschen individuell zu sehen. Denn wir, unser Körper und unsere Lebensstile sind einzigartig, individuell. Jeder Mensch trifft seine ganz eigene Abnehmreise. Und mal eine kleine Bitte. Du stellst dich einmal auf die Waage, notierst dir das, machst vielleicht noch ein Foto von dir, stellst die Waage aber dann weg, weil du brauchst sie nicht. Du merkst es dann an den Hosen ganz, ganz alleine. Und meistens gerade das emotionale Abnehmen, ja, das Mentale. Wir stressen uns zu sehr, wenn wir wirklich tagtäglich uns auf die Waage stellen und denken, oh, jetzt ist nur 0,1 Gramm abgenommen oder ja, wieder zugenommen. Das stresst ungemein den Abnehmprozess. Also stell die Waage einfach danach weg. Einmal dokumentieren, wo du stehst. Einmal mit Foto und einmal mit den Kalorien auf der Waage, aber dann wirklich wegstellen. Und ja, bye-bye, Schnelldiäten. Was gibt's denn für Diäten überhaupt? Du hast wahrscheinlich schon einige ausprobiert. Kannst es gerne mal in die Kommentare aufschreiben, was du schon mal alles ausprobiert hast. Es gibt zum Beispiel die Keto-Diät. Einmal sieht, kennt jeder Kalorien zählen, Weight Watchers, Slim Shake, Militär-Diät, Datteln. Alles essen außer Datteln, ja. Ja, aber stattdessen sollten wir noch ganzheitlich abnehmen und gesund und nachhaltig, dass du auch dein Wohlfühlgewicht erreichst. Und Abnehmen ist ja meistens immer so von negativen Gedanken. Und ja, hier so sieht zum Beispiel die Militärdiät aus, was ich mir ausgesucht habe. Totaler Schwachsinn, denn du darfst hier zum Beispiel auch, ja, dir am ersten Tag gleich ein Vanilleeis reinhauen. Dann, ja, am zweiten Tag ebenso, dann Würstchen. Ja, also irgendwie ist das auch nicht die Art, die ich vertrete, wenn man abnehmen möchte. Das heißt nicht, dass du verzichten musst und ja, zum Beispiel dir nicht mal was gönnen darfst oder auf gesund naschen, aber es heißt einfach, dass du gesund basiert einfach dein Wohlfühlgewicht erhalten sollst. Hier mal ein lustiges Beispiel. Also Diät wird ja immer von Verzicht auch angesehen und Kalorienzählen und negativ gesehen. Ist meistens aber auch ein kurzer Zeitraum und dann kommt halt der Jojo-Effekt. Meiner Meinung nach bringen Diäten gar nichts. Dann, wie gesagt, du hast jetzt hier gesehen, das ist meistens immer nur ein kurzer Zeitraum. Man ja, schafft es vielleicht 1, 2 Monate durchzuhalten, gerade wenn die Neujahrsregeln anfangen. Ja, erster Neujahrsvorsätze, aber die Studien zeigen nach kurzer Zeit, also 14 Tage beziehungsweise 12 schon, geben die meisten auf. Also fange jetzt an, was zu tun für deine Gesundheit, wenn du abnehmen möchtest. Und ja, hier nochmal ein lustiges Bild von dem Hund. Das fand ich ziemlich cool, um einfach nochmal einen kleinen Gag drin zu haben. Und warum meiner Meinung nach Kalorien zählen
nicht viel bringt, denn Kalorien ist nicht gleich Kalorien. Du siehst hier eine kleine Tüte Chips hat die gleichen Kalorien wie eine Banane, insgesamt 180 Kilokalorien. Und ja, wir wissen alle, dass die Banane deutlich gesünder ist als die Tüte Chips, wo dann noch Transfette und so enthalten sind. Und ja, deswegen bringt meiner Meinung nach nichts Kalorienzählen, denn wenn die Kalorien zwar stimmen, aber du dich ungesund ernährst, bringt es langfristig ja auch für deine Gesundheit nichts. Du nimmst vielleicht ein bisschen ab, ja. Das ist auf jeden Fall so, dass du abnimmst. Aber gesundheitlich gesund ist das nicht. Und gerade auch präventiv für Krankheiten zu sorgen, ist das auch nichts. Hier mal volle Nährstoffspeicher, die Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Meiner Meinung nach ist das auch ja, sehr schwierig zu sehen, denn ja, jeder ist individuell. Auch die Trinkmenge ist zum Beispiel individuell. Und Getreideprodukte, 5 Portionen pro Tag, sehe ich auch sehr kritisch, ehrlich gesagt. Das ist nicht das, wonach ich gehe. Und deswegen unterscheide ich mich auch vielleicht von anderen Gesundheitsexperten, da ich gucke halt wirklich individuell, gucke nach Nährstoffen und nicht einfach ja, solche Angaben zu machen. Und das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, gerade auch bei den Pflanzenölen. Ja, welche Pflanzenöle nimmst du, Sonnenblumenöl oder Rapsöl ein? Ist das auch weniger gut fürs Abnehmen, aber auch für deine Gesundheit nicht? Ich gucke wirklich präventiv, ja, deine Gesundheit, meine Gesundheit zu schützen. Das ist mir ganz doll wichtig. Und dabei sollst du natürlich auch dein Wohlfühlgewicht erreichen. Was studienmäßig auch wirklich, wirklich toll ist, die Grapefruit. Die enthält auch relativ hohen Mengen an Vitamin C. Jetzt natürlich nicht die Menge, die wir vor 50 Jahren vielleicht hatten, aber aufgrund der Bitterstoffe zeigt sie einfach, dass sie sehr, sehr gut beim Abnehmen ist, gerade auch auf den entzündungshemmenden Eigenschaften hat und die Bitterstoffe sorgen dafür, einfach den Abnehmprozess zu, ja, na, wie sagt man, zu katalysieren, also quasi zu beschleunigen. Und wichtig ist aber, du solltest immer Rücksprache mit deinem Arzt des Vertrauens dort halten, weil Grapefruit oder Grapefruitkernöl auch, kannst du auch nehmen, die Medikamente herabsetzen kann, also dass wir wirklich unbedingt immer Rücksprache dort halten mit dem Arzt. Aber ich habe dir hier die Studie mal herausgesucht, die kannst du auch gerne nochmal nachlesen auf PubMed, zeigt wirklich, dass man mit der Grapefruit vor dem Essen immer, also du kannst dir zum Beispiel daraus einen Saft machen oder pur essen, dass man eine Viertelstunde ungefähr Abstand halten sollte zur Mahlzeit dann, zeigt einfach, dass man mehr abnimmt mit so einer Grapefruit. Und das ist eine ganz einfache, nährstoffreiche Möglichkeit, da abzunehmen. Und was ich dir ja auch mitgeben möchte, viele essen ja, weil sie durstern, sie trinken nicht haben nicht die individuelle Trinkmenge, wissen es auch wahrscheinlich gar nicht, wie viel sie überhaupt trinken sollten. Und daher mein Tipp auch, erstmal trinken, darüber nachdenken, ob du auch wirklich Hunger hast oder einfach nur Durst und viel zu wenig getrunken hast. Gerade auch Kopfschmerzen, du weißt es wahrscheinlich, ja, sind auch so ein Zeichen dafür, dass du zu wenig trinkst. Ja, du kennst vielleicht auch diesen Handtrick, wenn die Falte stehen bleibt, trinkst du zu wenig, kann man gut an der Haut auch sehen. Ja, ist sie trocken, deine Haut? Ist es vielleicht auch ein Anzeichen, dass du einfach zu wenig trinkst? Und das ist ja wirklich eine einfache Maßnahme, auch wenn es viele immer schwierig sind. Ja, wichtig sind auch Antioxidantien hinzuzufügen für deinen Körper, weil sie natürlich Entzündungen bekämpfen und verbessern den Stoffwechsel, schützen unsere Zellen, können uns auch aber auch vor Krankheiten schützen. Und das ist doch das, was wir auch machen möchten. Wir wollen gesunde Lebensroutinen erschaffen, die wir dann halt wirklich ein Leben lang ja, weitergeben und immer mehr optimieren können. Man kann ja nicht von heute auf morgen alles schaffen, aber
Wenn man da einfach so ein Grundgerüst hat, zum Beispiel eine gesunde Morgenroutine erstmal entwickelt hat, Step by Step schaut, was schmeckt mir denn an gesunden Sachen, ja, wo habe ich vielleicht noch Bedarf zu üben und ja, zu optimieren. Ja, und Antioxidantien sind da einfach sehr, sehr wichtig, weil sie nährstoffreich sind und einfach von den anderen Vorteilen und ja, integriere sie möglichst viel. Denn du siehst ja, diesen Apfel, also wir oxidieren. Wenn wir keine Antioxidantien, wie zum Beispiel Vitamin C, ja, der linke Apfel ist mit Zitronensäure beträufelt und der rechte nicht und der ist oxidiert, weil halt kein Schutz vorhanden ist. Das passiert halt auch mit deinen Zellen und das blockiert halt auch wieder das Abnehmen und kann halt so eine gute Möglichkeit sein, deine Antioxidantien hochzufahren, um den Abnehmprozess zu beschleunigen, um einfach auch dich zu schützen vor oxidativem Stress. Genau. Und was sind denn jetzt zum Beispiel antioxidantienreiche Lebensmittelgruppen, also zum Beispiel Gemüse, Salate, Kräuter, Früchte, Sprossen, Wildkräuter, Ölsaaten und Nüsse, naturbelassene Öle vor allen Dingen, ja. Also ich meine jetzt nicht das Sonnenblumenöl und das Rapsöl, sondern ich meine Olivenöl, Leinöl, ja, die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, auch Leinsamen, Chiasamen sind ja da auch enthalten. Ganz, ganz wichtig, naturbelassene Inhaltsstoffe, keine industriellen hergestellten Nahrungsmittel, sondern wirklich das, was du eigentlich schon im Einkaufsladen vorn hast, Obst, Gemüse, Nüsse, ja, diese ganzen Sachen. Genau, und hier mal ein kleines Beispiel von mir, ein Keto-Müsli. Das ist sehr, sehr wertvoll, denn es hat gesunde Fette, Proteine, Ballaststoffe, auch ja, die Goji-Beeren nochmal Antioxidantien, die deinen Körper versorgen, auch mit Nährstoffen und Fetten und ja, einfach ein gesundes Frühstücks Base, eine Basis sozusagen. Dann kannst du dein Obst dann noch reinmachen, was du möchtest und jeden Tag auch variieren mal mit dem Frühstück. Soll ja auch nicht langweilig sein. Und ganz, ganz wichtig, einfach gesund, naturbelassene Lebensmittel. Das esse ich zum Beispiel mal sehr, sehr gerne. Manchmal habe ich auch ein Granola, was ich mir schon selber gemacht habe. Ich ja, wechsle da natürlich auch gerne, weil wir auch verschiedene Nährstoffe immer brauchen, bestimmten Lebensphasen. Und wenn man das einmal gelernt hat, wenn man einfach eine gesunde Base hat, wie ich immer schön sage, dann kann man auch intuitiv essen. Aber das muss man erstmal auch wieder lernen. Genau. Was auch beim Abnehmen helfen kann, sind Flohsamschalen, weil sie einfach den Stuhl ein bisschen lockern und da alles die Ablagerung ja, entfernen und lösen. Gerade auch Bildung eines schützenden und heilsamen Schleims für die Darmschleimhaut sehr, sehr gut. Und meine Empfehlung ist da so 2 Teelöffel Flohsamschalen in ein Glas Wasser einzurühren und sofort zu trinken. Am besten immer morgens, weil wir dadurch ja natürlich über den Tag verteilt viel trinken. Abends wollen wir, also trinken wir nicht mehr so viel wie über den Tag verteilt. Wenn man Flohsamschalen nämlich nicht genug trinkt, dann kann es natürlich das Gegenteil bewirken und Verstopfung führen. Daher wirklich auf die Trinkmenge nochmal darauf achten und am besten morgens gleich die Flohsamschalen trinken. Auch die Heilerde kann sehr, sehr gut sein. Sie bindet Schadstoffe und Toxine im Darm zur Ausscheidung, reguliert auch den Säure-Basen-Haushalt, was wir natürlich auch benötigen zum Abnehmen, fördert auch ein leichtes Sättigungsgefühl und beruhigt den Magen-Darm-Trakt. Achtet da wirklich auch auf eine gute Qualität, dass da auch ja, keine Zusatzstoffe drin sind. Ist auch eine einfache Maßnahme. Du kannst zum Beispiel Flohsamschalen mit der Heilerde gleich vermischen, dann hast du einen Shake sozusagen und hast es dann weg. Ich bin ehrlich, Heilerde und Flohsamschalen schmecken mir jetzt auch nicht besonders gut, aber ich merke, wenn ich das ab und zu mal auch kurweise mache, tut es einfach sehr, sehr gut und ja, man merkt einen deutlichen Unterschied. Gerade auch Flohsamschalen sind ja ballaststoffreich, ja. Viele haben Ballaststoffmangel auch. Ja, wir essen zu wenig Ballaststoffe und da kann man einfach auch eine gute Möglichkeit, das zu integrieren. Und mein Angebot für dich. Ich habe einen Online-Kurs für dich erstellt, mein Abnehmen statt Jojo-Effekt.
Er ist ganzheitlich, er zeigt dir nicht nur Ernährungstipps, sondern ganzheitlich abnehmen. Gerade die mentale Gesundheit, das emotionale Essen ist da natürlich auch sehr, sehr wichtig, ohne Kalorien zählen, wie du hier gerade auch gesehen hast, weil das bringt überhaupt nicht, Kalorien zu zählen. Es, ja, du weißt, am Anfang habe ich dir die Nachteile genannt. Es ist auch, ja, du kannst lernen, wie du deinen Bluthochdruck natürlich senken kannst, den Stoffwechsel aktivieren kannst, und dafür musst du nicht ins Fitnessstudio. Das schaffe ich ja als bald Zweifachmama auch nicht. Aber auch mit einem Kind schaffe ich das nicht, ins Fitnessstudio zu gehen. Es muss nicht immer das Fitnessstudio sein. Ich zeige dir Lösungen und du musst auch nicht jeden Tag Sport machen. Aber ich zeige dir, wie du einfach Bewegung integrieren kannst. Und das meine ich nicht statt der Treppe, statt dem Lift die Treppe zu nehmen. Diese ganzen Sachen, die weißt du schon. Ich zeige dir andere Sachen. Auch gesunde Rezepte findest du, einfache Einkaufstipps und abnehmen vor allen Dingen ohne Verzicht. Und da möchte ich dir ein Angebot machen. Du kannst gerne alle Informationen in der Infobox nachlesen. Da findest du meinen Kurs, meinen Online-Kurs Abnehmen statt Jojo-Effekt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dir helfen kann, dich unterstützen kann bei deinem Gesundheitsziel. Jeder hat individuelle Gesundheitsziele und ich möchte dir beim Abnehmen sehr, sehr gerne helfen. Denn mir ist es wichtig, wirklich keine Kalorien zu zählen. Das möchte ich nochmal sagen. Wie jetzt so ganz, ganz viel promotet wird, es ist wichtig, nährstoffreiche Ernährung zu haben als Basis. Und dann gehört da halt noch viel, viel mehr ganzheitliche Maßnahmen dazu. Ja, also wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Video, wenn du meinen Kanal abonnierst oder schon in meinem Online-Kurs ganz, ganz bald. Also, macht's gut!